Willkommen, liebe Festivalgesellschaft an den Bildschirmen zu Hause und hier vor Ort im Literaturhaus Berlin. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Veranstaltung im Festival der Kooperation mit Alexander Kluge und Friends. Es geht heute um Kenntnis der Notausgänge, ein ganz wichtiges existenzielles Wissen, Rettungswege aus der Titanic und die Enzyklopädie der Kriege mit Bezug zu Jean-Yves Jeunet, der eigentlich auch hätte kommen wollen, aber aus privaten Gründen nicht kommen kann. Und ich bin sehr froh, dass neben Alexander Kluge, den ich wirklich nicht nochmal vorstelle, auch Muriel Pieck, die Sie vielleicht eben schon gehört haben, im kooperativen Dialog mit Anne Weber auf der Bühne unser Gast ist. Muriel Pieck ist extra aus Schweiz gekommen, sie ist aber Französin, aus Nizza und hat sich schon lange in ihrem Schreiben und auch ihrer Forschung mit deutscher Kultur beschäftigt, etwa über W.G. Sebald geforscht und entscheidend die Rezeption in Frankreich über Sebald mit initiiert und geprägt. Sie hat Walter Benjamin herausgegeben, sich mit deutscher Geschichte und insbesondere im Zweiten Weltkrieg der Shoah beschäftigt. Also es ist eine Vielfalt der Reflexion, Auseinandersetzung, und Sie können, das sei Ihnen sehr herzlich anempfohlen, finden Sie auch in der Buchhandlung, das übersetzte Buch Elegische Dokumente von Lukas Berfuß, übersetzt ins Deutsche bei Wallstein erschienen, lesen. Das ist noch nicht übersetzt, aber hoffentlich bald, ist Affranchissement, Frankierung könnte man es übersetzen. Und ich bin sehr froh, dass Muriel Pieck hier mit uns da ist. Und gleich werden Sie auch sehen, wir haben neben Alexander Kluge und Muriel Pieck noch einen weiteren Gast. Er wäre eigentlich auch gerne persönlich hier, muss aber in Karlsruhe bleiben, und zwar Peter Weibel. Peter Weibel ist Direktor einer unserer Partnerinstitutionen, die hat gestern Philipp Ziegler vorgestellt. Sie erinnern sich, das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, kurz ZKM. Peter Weibel hat schon in seinem Studium sozusagen die Kooperation zwischen den Künsten und den Wissenschaften gelebt. Er hat Film studiert, aber auch Philosophie, Literatur, und sich sowohl in seinen künstlerischen Arbeiten als auch in seinen Forschungen immer in diesem Spannungsfeld zwischen beiden bewegt. Auch seine künstlerischen Arbeiten selbst sind nicht einfach nur einer Sorte zuzuordnen, sondern können unter Konzeptkunst, Medienkunst im weitesten Sinne fallen, Experimentalfilm, Videokunst, mehr sind noch zu nennen. Auch seine Forschungen beschäftigen sich mit unterschiedlichen Themen, und das ganze ZKM steht eigentlich für die Auseinandersetzung mit Wissenschaft, Technologie, Politik und Kunst und noch viel mehr. Und ich bin sehr froh, dass Peter Weibel hier dabei ist, und gleich werden wir ihn sicherlich sehen. Und jetzt übergebe ich an Herrn Kluge. Ich freue mich sehr, mit Muriel Pieck, mit der ich schon in Cerisy zusammengearbeitet habe, ja, hier vor Ihnen zu sitzen. Und wir haben zwei ganz verschiedene Themen. Einerseits das Thema Krieg. Der Ernstfall Krieg ist etwas, was wir da einfach nichts weiter als in den Raum stellen wollen. Wir brauchen es nicht zu behandeln, wir müssen es nicht lange kommentieren oder so etwas, aber wir wollen einmal am Tag, ja, dieses Phänomen, diesen Dämon, diesen sich ständig wandelnde Chamäleon-Krieg, wie Clausewitz sagt, ja, in den Raum stellen, weil in Bergkarabach, ja, ist das gegenwärtig. In Syrien ist der Krieg gegenwärtig. Und er hat Formen, die unter Umständen grimmiger sind als im Dreißigjährigen Krieg. Und wir wollen nichts weiter, als dass dies im vorgestellt ist, und danach sprechen wir über das Zweites, was davon nicht trennbar ist, aber ganz andere Themen noch mit umfasst, nämlich dem Umgang mit dem Fatum, mit dem Schicksal, das ein Dämon und Angeber ist. Ja? Man sagt in der Antike, die Dämonen sind daran zu erkennen, dass sie schwatzen und angeben und übertreiben. Dies tut der Krieg. Ja? Und gleichzeitig tötet er. Das machen die Papiertiger so. Ja?
Und ich vertrete hierbei zusammen mit Peter Weibel, der zugeschaltet ist, und da freue ich mich ganz besonders drüber. Ja? Und vertrete hier Jean-Yves Janet, den französischen Poeten, der eine Enzyklopädie des Krieges geschrieben hat und auch performiert. Die Idee ist folgende. Er sagt, die meisten Texte über den Krieg sind schon geschrieben. Und der Krieg ist geschwätzig. Es gibt viel mehr Schriften über den Krieg, als erforderlich sind. Ja? Das heißt, er ist wieder ein Dämon. Ja? Und wir müssen die Texte über Krieg nicht vermehren, aber wir müssen sie in konzentrierter Form uns vor Augen führen. Und so handelt dieses Buch Moab von ihm, von der zweiten Natur, der zweiten Narration über Krieg. Von Troja aus bis über den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg, bis uns, bis zu unseren Kriegen. Wenn Sie wollen, bis Kabul. Ja? Gibt es Texte, und wenn man sie konzentriert, erfährt man über den Krieg Neues. Er dichtet also nicht neue Texte, sondern er prüft und kondensiert wie ein Sänger, ja, wie der Sänger von Homer, der über Troja berichtet. Er berichtet, was schon berichtet ist. Und da kommt er meinetwegen auf Dinge wie die Ansprache der Feldherren an ihre Truppe. Man darf nie glauben, wenn man das gelesen hat, dass Alexander der Große oder Scipio je vor 40.000 Leuten Ansprachen gehalten haben. Ohne Megafon würden nur die Nächststehenden ihn verstehen. Es gibt die Metapher, das Auge, das Weiße im Auge des Feindes erblicken. Im Kampfgetümmel kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand überhaupt auf so etwas achtet. Ja? Und deswegen ist es auch eine Wandergeschichte, eine Phrase. Ja? Und alle Berichte über Krieg, von Homer über Tacitus bis heute, ja, wimmeln von diesen Arten von Situationen, die es nie gegeben hat. Und sie begleiten trotzdem eine ernsthafte Sache, mit der die Menschheit offenkundig nicht fertig wird. Ja? Jetzt spiele ich Ihnen einmal einen Film vor, ja? Und da haben Sie einen Spezialisten für Artillerie, den Sie hören. Ich bitte, den ersten Film abzufahren mit Helge Schneider. Sie haben eine Empfehlung gemacht. Ja, erstmal darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Oberstleutnant Karl von Mathieu zu Redelbeck. Und ich habe eine Empfehlung gemacht, und die nach 4 Jahren andauernden Krieg nun wirklich erforderlich war. Und zwar, es dreht sich darum, dass während der vielen Kriegsschrecken, die in diesen 4 Jahren jetzt passiert sind und die Soldaten tagtäglich praktisch um die Ohren gehauen bekommen, ist natürlich so, dass die Seele da niederliegt und hungert. Man sich... Ja, bitte? Hungert. Hungert, ja, die Seele hungert. Und nach Eindrücken, die praktisch nicht mehr von zu Hause mitgebracht werden können, denn die Soldaten sind teilweise viel zu lange im Feld. Mensch ist für das Schöne geschaffen. Der Mensch ist für das Schöne geschaffen, und man muss auch den Krieg dann praktisch für sich selber so schön hinkriegen durch visuelle Eindrücke, dass man praktisch motiviert wieder weiter eingreifen kann, damit die Truppen Kunst auch... Kunst am Bau. Richtig, sozusagen Kunst am Bau, damit die Truppen ihre Stärke und ihre Kampfkraft behalten. Ich habe ein Fernrohr konzipiert, in dem eine Art Kaleidoskop eingebaut ist. Das ist gefrästes Diamantglas von der Firma Jena. Und ich habe über einen 16-eckigen Prismenkoordinator habe ich darauf eine runde Scheibe gelegt mit verschiedenen Farben, mit Gelb, Grün, Blau. Die tektonischen Figuren. Richtig. Und die
Der Effekt dieses Glases ist, wenn ich jetzt hier die Kampfhandlungen schaue, die im Moment hier hinter mir stattfinden, ich schaue jetzt aber nach vorne, dann sehe ich verträumte Tanzbewegungen beispielsweise. Ich kann interpretieren, also wir sehen eindeutig, wenn ich ohne Glas schaue und ich nehme an, es ist zwar eine große Entfernung, ich nehme aber an, dass vorne eine Metzelei stattfindet, ich sehe ein Bein fliegen und Körperteile sind Detonationen zu sehen. Wenn ich durch das Glas jedoch schaue, dann sieht es aus wie zum Beispiel Schwanensee. Und das ist doch was sehr Schönes. Ja? Das ist was Schönes. Kann man sehr viel länger aushalten am Tag. Ja? Das ist was, was der Soldat braucht. Das ist was der Soldat braucht. Das ist der totale Krieg, ja, nicht wahr? Also ja. Das heißt, der fängt an mit dem Schönen. Ja, das Schöngeistige, ne? Ja. Es leidet im Feld. Natürlich, wenn jemand einfach diese Eindrücke überhaupt nicht mehr hat von Schwanensee oder von mir aus auch von irgendeinem schönen Bild oder so weiter. Götterdämmerung. Ja, Götterdämmerung. Ja, richtig, der Götterdämmerung. Oder Siegfried. Dann ist es natürlich so, dass der Soldat durch dieses immerwährende graue, matschige und Blut und Knochen wird das Auge stumpf. Und so wird das Auge stumpf und man zum freut Schluss sich. Will er den Feind gar nicht mehr sehen. Ja, man freut sich nicht. Man wendet sich erschrocken am Ende noch ab. Ja. Und das darf auf keinen Fall passieren im Feld. Und deshalb das kaleidoskopförmige Prismenglas mit doppelter Kreisblende ist eine Erfindung. Patent Nummer 8277-500. Nein, 8277-503. Denn das 8277-500, das habe ich vor 2 Jahren entwickelt. Das ist aber nichts draus geworden, weil die Prismenkartei damals zu hatte. Es ist also gar kein. Das sieht so aus wie Goldfische. Ja, ja, nee, wir hatten auch gar keine Möglichkeit, an das Material zu kommen. Aber jetzt haben wir selbst Material entwickelt, das aus Polyethylen hergestellt wird. Und ich muss sagen, im Moment fallen mir die Kampfhandlungen ganz gut. Das ist dem Gegner überlegen, ne? Ja, ja, natürlich. Juhu. Die sehen mich nicht, die sehen mich nicht. Ich sehe sie auch nicht, ja. Sie sehen sie auch nicht. Ja. Das ist deutsche Ingenieursarbeit. Ja, natürlich, ganz klar. Das ist auch unverwüstlich. Also dieses Prismenglas wird noch tausende von Jahren überleben, wenn es mich schon nicht mehr gibt. Kriege mehr gibt. Ja, und wenn es auch mich schon nicht mehr gibt, was sehr schade wäre. Ja. Schade, in 1000 Jahren, dass es mich dann nicht mehr gibt, finde ich ziemlich schade. Aber vielleicht gibt es noch irgendwann Tabletten. Meister Weibel. Ja, Sie konnten das auch sehen. Ja, ja, konnte ich gut sehen, ja. Und das ist jetzt mal das Schöne, ja, und der Krieg, das passt nicht zusammen, ja. Das Schöne gibt's nicht, ja. Und deswegen hat er sozusagen das hier vor seinem Fernrohr, ja. Ich würde gerne jetzt von Joanne noch einmal, und dann haben wir genügend Vorräte und dann können wir weitergehen, ja. Können wir einmal den dritten Film vorführen? Und zwar, das ist der Film mit dem Jean Joanne. Benjamin, fahren Sie bitte ab. Seit Homer, seit der Iliade? Jusqu'au 6 août 1945. Bis zum 6. August 1945. Au moment où Enola Gay ouvre sa soute à bombe au-dessus d'Hiroshima. Als das Kriegsflugzeug seine Bombe über Hiroshima abwirft. Ça s'arrête là. Und da höre ich auf. Je m'arrête avant l'ère nucléaire. Ich höre also vor dem Atomzeitalter auf. Je m'arrête en 45 parce que mon grand-père également est mort en 1945. Höre ich auf, weil mein Großvater 45 gestorben ist. Ça c'est le bracelet d'identité militaire de mon grand-père. Das ist also die Militärmarke meines Großvaters, qui est mort à l'âge de 32 ans, der mit 32 gestorben ist. En 1945. 1945. Et j'ai toujours voulu avoir un grand-père qui m'aurait raconté les guerres. Gewünscht, einen Großvater zu haben, der mir die Kriege erzählen würde. Et je n'ai pas connu celui-ci qui aurait dû me raconter les guerres. Und den habe ich einfach nicht gekannt, der mir die Kriege hätte erzählen sollen. Et donc je me débrouille tout seul. Und deswegen muss ich mich jetzt alleine durchschlagen. Pour me raconter l'histoire de toutes les guerres. Um mir die Geschichte aller Kriege zu erzählen. Boum, 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 boum. On n'avait pas le temps d'avoir peur, ni d'écouter les wham assourdis des projectiles qui passaient au-dessus de notre tête. Une sèche détonation, trop court, bang, encore trop court, foum.
Une nouvelle masse de fumée recouvre la première et nous asphyxie. Ces fumées et, chose étrange à dire, les détonations qui les accompagnaient constituaient la principale beauté du spectacle. Pouf ! Soudain, apparaissait une fumée ronde, compacte, chatoyante, de mauve, de gris et d'un blanc laiteux. Et boum ! C'était une seconde après le son qu'annonçait cette fumée. Pouf, pouf ! De fumée montait, se bousculant et se confondant. Et boum, boum ! Les bruits venaient confirmer ce que voyaient les yeux. La Devastation, Capelle, de Scorie, du Théâtre. Und das ist die eine einzigartige Dramaturgie, die der Geschichte abordiert, die Nierenflöte in der Unterwelt. Vor dem Abendessen sind wir tot. Eine andere Zugeschichte. Während der Schlacht um Madrid, während des Spanienkrieges, wurden Vögel getötet, die in ihren Käfigen waren, weil sie es gelernt hatten, die Geräusche der Kugeln nachzuahmen. Und das machte die Soldaten sehr nervös. Das andere Beispiel ist das Schicksal von Wassily Grossmann. Er sagt, in den Schützengräben um Stalingrad waren die Soldaten beunruhigt durch Kugelgeräusche, deren Ursprung sie nicht kannten. Auch das war eine Vögelpopulation, die die Kriegsgeräusche nachahmte. Ich habe mich von diesen realen Geschichten anregen lassen, um diesen Text zu schreiben. Les temps modernes seraient les temps où die modernen Zeiten où les animaux commencent à imiter les hommes faisant la guerre. Wären Zeiten, in denen die Tiere anfangen, die kriegsführenden Menschen nachzuahmen. Und ich erinnere mich, dass in der Ilias les phalanges grecques, die griechischen Phalanxen und das Geräusch der Waffen verglichen werden mit den Geräuschen der Vögel, der Störche und anderer Vögel, die Kraniche. Denn Vögel sind eine Vielfalt, es ist ein Zwitschern. Und dann kehrten sich die Dinge um. Heute sind es die Vögel, die Menschen, die kriegsführenden Menschen nachahmen. Wir sind für das Tierreich zu Metaphern geworden. Während man in der Tierwelt sich unser bediente, um Metaphern zu bilden. Bei den Bienen ist das noch komplizierter. On dit que le bourdonnement des abeilles, man sagt, dass das Brummen der Bienen, Bourbos, dass von da, auch daraus die Onomatopoeien des Krieges, entstehen, dass man aus dem Geräusch der Bienen, das Geräusch der Bomben und das Tak-Tak-Tak der Maschinengewehre geschaffen hat. Es gibt 1914 eine Schlacht. Man stellt sich den Ersten Weltkrieg auf der europäischen Szene vor, aber es fanden auch Kämpfe in den Kolonien statt. Und der erste Zusammenprall in Afrika zwischen Armeen, deutschen Armeen und englischen Armeen, hieß die Schlacht von Tanga. Mit dem Spitznamen die Schlacht der Bienen. Weil Bienenschwärmen sich unter die Soldaten mischten. Als wären sie gekommen, um das Geräuschband, das Tonband des Krieges zu bilden, um die Geräusche des modernen Krieges zu produzieren. Ja, die Kriegsgeschichten sind auch wesentlich Tiergeschichten.
Je me disais, en t'écoutant, qu'on pouvait raconter aussi l'histoire des guerres européennes. Als ich dir zuhörte, sagte ich, man kann die europäischen Kriege mit drei Vögeln erzählen. L'aigle. Mit dem Adler. Le coq. Mit dem Hahn. Et la colombe. Und der Taube. Und der Doppeladler. Ja. Et le, l'aigle à deux têtes. Et l'aigle à deux têtes. Ja, oui. Ja. Meister Weibel, Sie haben ja über Krieg geschrieben. Ja. Hört er mich? Kann man mich verstehen? Ich kann Sie gut verstehen. Und die Gemeinde hier auch, Sie sehen ja nicht, hier sind eine große Menge von Leuten, ja? Ich sehe eine Seite des Bildes, aber das sehe ich nicht. Und jetzt ist es so. Ich habe nicht gedacht, ich habe diesen Film ja noch nie gesehen in Gegenwart einer Frau. Ja? Und für mich ist es sehr interessant, ja? Zu sehen, denn die Tradition, das Narrativ über den Krieg ist uns, die wir mit Zinnsoldaten gespielt haben in unserer Kinderzeit, ja? Etwas anderes, ja? Als möglicherweise bei Ihnen, Frau Pick, obwohl sozusagen die Kriege mit ihrem Schlag, ja, wenn man im Keller sitzt mit seinen Kindern, wenn man am Krieg stirbt oder wenn das, was man liebt, ja, der Sohn oder der Mann, ja, im Krieg stirbt, ja, dann greift der Krieg ja nach den Frauen genauso. Das ist ja eine Illusion, dass das Männersache wäre, ja. Aber trotzdem ist es eigenartig, ja, den Worten zuzuhören über Krieg, dem Narrativ Krieg zuzuhören, ja, in Gegenwart einer kritischen Frau. Ja. Alors, bonjour, bonjour à tous. Ich werde nicht Deutsch sprechen. Ich habe das noch nie in der Öffentlichkeit getan, auch wenn ich es verstehe. Ich habe natürlich einen Bezug zur deutschen Sprache, aber werde jetzt Französisch sprechen. Ja, ich freue mich, dass Sie, Alexander Kluge, diese Bemerkung gemacht haben. Denn beim Anschauen des Filmes habe ich an ein Buch von Virginia Woolf gedacht. Drei Guinea. Also, sie muss eine Frage beantworten, die ein Mann gestellt hat in diesem Buch. Ein Journalist, glaube ich. Und sie ist dann schon doch recht fortgeschritten in ihrer Karriere. Und er fragt sie, ihrer Meinung nach, wie ist das? Wäre es möglich gewesen oder wie ist es möglich, den Krieg zu vermeiden? Und sie antwortet, wissen Sie, es ist schwierig, diese Frage zu diskutieren, denn ich bin eine Frau und ich mache keinen Krieg. Wir müssen zusammen diese Kriegsbilder anschauen und dann können wir vielleicht gemeinsam über die Emotionen sprechen und gemeinsam können wir dann vielleicht das Gefühl entwickeln, dass der Krieg sinnlos ist. Also sie wirft die Frage zurück und fragt, wie schauen wir den Krieg an? Wie schauen wir uns die Kriegsopfer an? Und das ist der Ausgangspunkt, später dann, der von Susan Sonntag aufgegriffen wird für ein Buch. Sie? Doch, die Übersetzung ist mir egal. Ich glaube, das ist eine sehr aktuelle Frage. Okay. Ja, es ist schwer. Wir müssen sozusagen Notausgänge finden. Aus diesen Bildern. Und gleichzeitig müssen wir der Realität begegnen. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus, ohne herauszugehen? Also wie den Ausweg finden? Natürlich muss man sagen, dass
dank der Existenz Europas auch eine Kooperation möglich ist und dass wir keinen physischen Krieg auf europäischem Territorium haben. Aber natürlich, der Krieg ist ein Chamäleon. Und er ist, und Clausewitz sagte das ja in seinem Diskurs über den Krieg. Und ich denke, dass wir auch anerkennen müssen, dass wir Hoffnung brauchen und Energie, um uns dieser Frage zu stellen. Also, ich möchte noch hinzufügen, dass sozusagen, wie konnte man Napoleon verhindern? Das wäre eine Frage gewesen. Aber es gab ein Problem, er hatte eine Grün-Rot-Blindheit. Das heißt, die Schlachtfelder voller Blut waren für ihn grüne Wiesen. Ich weiß gar nicht, ob es W.G. Sebald war, der diese Anekdote berichtet hat. Er hat sozusagen ein wunderbares Buch herausgegeben, das wir auch ins Französische übersetzt haben. Über Luftkrieg, über die Bombardierung, über die exzessive Bombardierung deutscher Städte. Und Alexander Kluge hat ja auch davon berichtet. So bin ich übrigens zu Ihnen, Alexander Kluge, gekommen. Ich habe bei Ihnen eine Art und Weise gefunden, uns den Krieg nahezubringen, die mir geholfen hat, daraus zu kommen, ohne davon wegzugehen. Ja, ich habe auch heute Abend diese Einladung hier angenommen und improvisiere, weil ich in letzter Zeit die Dokumente, deutsche Dokumente durcharbeite von Abi Warburg. Und ich habe sozusagen einen Karton mit Karteikarten, mit Blättern, mit Zetteln aus dem Ersten Weltkrieg, über den Weltkriegen. Warburg hatte ja eine Obsession für den Ersten Weltkrieg. Er ist darüber verrückt geworden, krank geworden. 1918 war er dann schizophren. Und auf diesen Zetteln hat er immer ein schwarzes Kreuz gemacht mit dem Namen der Person, die an diesem Tag gestorben wurde. Das heißt, unablässig hat er insgesamt etwa 300 Zettel ausgefüllt. Ich glaube, dass auch Literatur eine Verantwortung hat, zu übernehmen hat in dieser Art Obsession. Also Literatur im Sinne von Kunstform, Literatur als Kunst im weitesten Sinne. Im Falle von Warburg hat er den Notausgang nicht gefunden. Es fand ein fatales Ende. Seine Beschäftigung mit dem Thema. Ja, ich hätte noch mehr zu sagen, aber vielleicht hören wir erstmal Herrn Weibel. Und gehen dann auf Ihr Stichwort Notausgang. Und das Wort Notausgang bezieht sich auf mehr als Krieg. Wir müssen auch nicht jetzt unbedingt beim Krieg bleiben. Mir liegt nur daran, dass diese merkwürdige Form des Ernstfalls, ja, diese merkwürdige Form, den Zufall, sich mit Zufällen zu verbinden, ja, um einen
gedachten Gegner zu überwältigen. Ja? Und der Krieg ist nichts Beherrschbares. Es ist sozusagen, Menschen führen sich aus als Dompteure des Zufalls und der gehorcht nicht. Ja? Das ist Krieg. Ja? Und diese Dinge, ja, sind nicht lösbar für uns heute Abend, aber sie müssen im Raum stehen, während wir über anderes diskutieren und nachdenken. Wenn ich vielleicht den Vorschlag mache, ich ziehe noch mal einen weiteren Film vor, ja, damit wir das Thema etwas anders einengen und das zweite Thema dieses Abends damit verbinden, das ist Kenntnis der Notausgänge ist der Anfang der Philosophie. Und dazu würde ich gerne aufrufen, den Film Schiffskatastrophen und Meeresdramen. Das ist nicht Krieg, das ist jetzt was anderes. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, Auseinandersetzung mit der Natur, ja? Mit den Gefahren, mit den Zufallsmassen, mit Bedrohung. Ja? Und da ist die Frage der Auswege etwas Elementares. Ich bitte um Abfahrt mit dem. Thank you.
Das ist ja eine klassische Situation 1912, der Untergang der Titanic. Und 100 Jahre später haben wir die Schiffskatastrophe der Costa Concordia. Ein eitler italienischer Kapitän, ein Muttersöhnchen, ja, nicht? Der bringt das Schiff zum Scheitern durch eine Paradefahrt an der Sandbank einer Insel entlang. Wiederum keine Rettungsboote oder zu wenig. Ja? Es ist also nicht viel gelernt worden an der Frage. Ja? Und hier gibt es eine Geschichte, und die würde ich gerne, Herr Weibel, wenn Sie einmal sich die Geschichte, die ist Ihnen zugeschickt worden, der zweite Geiger von links im Salon der Titanic. Ja. Wenn wir die einmal zu dritt lesen. Oh. Während Sie suchen, oder wir lesen Sie? Lesen Sie alleine, ich habe sie schon liegen, ne? Wir lesen Sie, ja? Dann fangen Sie doch einmal an. Ich fange an und Sie fahren fort. Ich suche den Notausgang. Der zweite Geiger von links im Salon der Titanic. Mhm. Wir sprechen vom zweiten Geiger von links. Ja. Er gehört zur Unterhaltungstruppe im großen Salon. Befreundet mit dem Klavierspieler, dem Trompeter und dem Akkordeonspieler. Sie repetieren trotz dramatischer Lage des Schiffes die gewohnten Stücke aus den Operetten und Schlagerpotpourris, die sie aus Southampton mit sich führen. You. Mhm. Sie. Nichts, soll ich auf Deutsch? Sie lesen auf Deutsch. Nichts aber bleibt in den Stunden der Schiffskatastrophe gewohnheitsmäßig. Nichts funktioniert. Die Seelenkräfte sind außer Trott, so wie die Naturkräfte, die Kälte draußen, das im Schiffsleib verarbeitete Eisen. Die Natur ist seit Stunden außer Kontrolle. Nichts von den Tatsachen fragt nach dem Kapitän. Der musikalische Robinson im Orchester des Dampfers, eben der zweite Geiger, schlug vor, das gewohnte Programm durch Lamenti, Trauerlieder zu ergänzen. Noten dafür waren nicht da. Aber man könnte, meinte er, aus dem Gedächtnis spielen, sich aus der Kinderzeit an traurige Lieder erinnern. Nun aber wollte es die Variationsbreite der Menschheitsgeschichte, dass sich im sinkenden Schiff seit der zweiten Nachtstunde von den Ozeanwellen überspült eine Sauerstoffblase gebildet hatte, die auch den Salon umfasste. Immer noch spielte die Bordkapelle diszipliniert im Salon. Um sie herum stoische Charaktere, die noch in dieser Not beweisen wollten, dass sie kühn und eventuell auch voll Gottvertrauen auszuharren verstünden. Noch verfügten sie über Atemluft. Das war die neue Insel Robinsons unter den Bedingungen der ozeandurchquerenden Moderne. Einen, wir zusammen. Bitte. Ein Dekalage. Einen Ingenieur im Salon hatten die Melodien des zweiten Geigers eine traurige Weise angerührt. Ohne ihn lehnte er aus Grundsatz ab, um zu verzweifeln. Er forderte die Anwesenden im Salon auf, die Paneele und
als Verkleidungen des Raumes und auch der erreichbaren Stegen in die Tiefe des Schiffsleibs, alles als aus bestem Material finnischer Wälder abzutackeln und darauf Flüsse zu zimmern. Die Öffnung, die Hoffnung, ja, geh die weiter, Hoffnung bitte. Bestand darin, erläuterte der Ingenieur, dass die Schwimmer rasch genug zur Atemluft aufsteigen und es dann über Wasser so lange aushalten müssten, bis das langsamer emporstrebende Arbeitsholz die imaginäre Insel aus Salonmaterial zur Meeresoberfläche emporkäme und dort bestiegen werden könnte. Wir haben also zu Ornamenten verarbeitetes Holz, Robur, ja, Rohstoff aus finnischen Wäldern. Und dieses wertvolle Furniture-Holz, teuer, ja, wird, das ist, entspricht der Kunst, ja, wird zu robusten Zwecken umfunktioniert, wird ein Floß. Ja. Mir scheint das zum Beispiel eine interessante Frage, ja, des Findens von Auswegen zu sein. Ja. Mhm. Herr Kluge. Ja. Ich würde gerne auf zwei Punkte zurückkommen. Den einen, den Sie erwähnt haben, und einen, den Herr Journet erwähnt hat. Nämlich Sie sprachen bei dem Film mit Helge Schneider von Der Schöne und der Krieg. Ja? Und das ist genau das Problem, was Sie angesprochen haben. Es gibt den Krieg und das Narrativ über den Krieg. Ja? Und hier stellt, hat Kant schon vor langer Zeit die entscheidende Frage gestellt. Er hat nämlich unterschieden zwischen das Naturschöne, sagen wir also den Krieg, und dem Kunstschönen, dem Narrativ. Und das Naturschöne hat er definiert als die Vorstellung eines schönen Dings. Und das Kunstschöne hat er definiert als die schöne Vorstellung eines Dings. Das heißt, das Wort Adjektiv wandert von dem Ding auf die Vorstellung. Und deshalb hat er gesagt, kann die Kunst und Literatur eben nicht das Grausame, den Krieg und das Ekelhafte darstellen, weil es kann auch sonst passieren, dass eben ein schreckliches Ding schön dargestellt wird. Und wir haben aber in der Moderne diese Regeln nicht beachtet. Ja? Wir haben eine Ästhetik des Hässlichen entwickelt und mit Baudelaire eine Ästhetik des Bösen. Ja? Das ist das Problem, das wir heute haben, dass auch die Narrative, ja, das ist mein Problem, Teil des Sinn des Krieges. Ja? Und das ist interessant zu zeigen beim Herrn Journet, wie Sie sehr schön gezeigt haben, hat er gewissermaßen beschrieben den ewigen Krieg, ja? Von Troja bis Kabul. Ja? Aber auf der anderen Seite haben wir das wunderbare Buch, 1795 von Kant zum ewigen Frieden. Aber den gibt es nicht. Ja? Das ist das Erstaunliche. Wir haben dutzende Berichte über den Krieg. Also das Narrativ beteiligt sich am Krieg selber und publiziert und verherrlicht ihn. Ja? Aber wir haben wenige Bücher außer Kant zum ewigen Frieden. Kant hat das sogar in seiner Einladung persifliert, indem er gesagt hat, der Titel kam von einem holländischen Gasthaus und da stand zum ewigen Frieden und daneben war ein Friedhof gezeichnet. Ja? Ja? Also der Friedhof gehört aber zum Krieg, nicht zum ewigen Frieden. Ja. Also Kant war sich schon wohl bewusst, dass der ewige Frieden etwas ist, den wir Menschen nicht erreichen. Und da hat er genau ihre Frage, wieso erreichen wir nicht diesen Zustand? Also 1947 haben zwei kluge Menschen, Albert Einstein und Sigmund Freud, einen Friedensrechner gemacht zu dem Thema, warum Krieg? Aber sie hatten keine gute Antwort. Ja. Nun möchte ich jetzt auf Zweites kommen, auf das, was Herr Journet berichtet hat. Die Vögel, ja, die Geräusche nachgemacht haben von den Geschossen. Das ist ganz wunderbar. Ja? Weil es gibt die Theorie von René Girard, die Mimesis, die sagen, die Gewalt entsteht durch die Mimesis, durch die Nachahmung des Begehrens. Jeder begehrt, was der andere schon hat, und ahmt das nach. In der Bibel heißt das schon, du sollst nicht begehren deines Nachbars Weib, Hof und Gut und so weiter. Ne? Das heißt, durch dieses Gleiche des Begehrens, ja, entsteht die Rivalität, ja? Dadurch entsteht Aggression und dadurch entsteht dann sozusagen der Krieg. Und es kommt jetzt zu einem Punkt des Notausgangs. Ja. Und Girard hat darauf hingewiesen, und da möchte ich vorwegschicken was anderes. Es gibt das berühmte Sacre du Printemps von Stravinsky. Debussy hat diesem Werk einen wunderbaren Titel gegeben, Massacre du Printemps. Nicht Sacre, nicht Heilige Frühling, sondern Massaker. Weil nämlich in diesem Stück, was leider immer falsch gespielt und interpretiert wird, sieht man genau den Notausgang. Wenn eine Gruppe, ja,
beginnt, Krieg zu führen, die Aggressionen skalieren, dann gibt es einen Notausgang und der ist schrecklich genug, nämlich das Opfer. Ja? Da finden wir plötzlich einen unschuldigen Menschen und sagt, das ist das Opfer. Ja? Aber klarerweise, dieses Opfer entspannt den Krieg. Ja? Und dadurch sozusagen wird euch meistens, wenn es sozusagen dieses Opfer heilt, ja, wird es später dieses Opfer heilig gesprochen. Ja? Das ist zum Beispiel ein Notausgang. Ja? Und sie haben jetzt auch ein bisschen das gemacht, indem sie diese Musiker, die so tapfer ausgehalten haben, ne, das sind tatsächlich Leute, die könnten eigentlich unter Umständen heilig gesprochen werden. Ne? Weil sie haben versucht, diesen Zustand des Krieges zwischen Natur und Mensch sozusagen zu deeskalieren. Ne? Also die Frage ist genau, und ist bis heute schlecht beantwortet, wieso führen wir ständig Krieg, wie Sie genau betonen? Und da gibt es leider viele Antworten, aber ich gebe Ihnen nur den Titel. Ne? Von der da heißt es, die Gesetzeskraft und die mystische Ursprung der Autorität. Also das kann nicht sein, dass wir sagen, die Autorität hat mystischen Ursprung. Ja? Ja? Und Freud sagt, ja, das Gesetz ist nur die Konsequenz von Macht, ja? Nicht Gewalt, nicht umgekehrt. Ja? Das heißt, wir haben zuerst die Macht und die Gewalt und dann kommt das Gesetz. Darum ist es wichtig, weil Sie erwähnen Kabul, Herr Kluge, das ist ganz wichtig, eine Lektion, die leider niemand hören möchte. Der Staat fürchtet nicht die Verbrecher. Die Verbrecher sind für ihn Fliegen. Ja? Aber der Staat fürchtet Terroristen. Weil der Staat sozusagen erkennt, die Terroristen maßen sich jetzt schon die Gewalt an, die später dann, die maßen sich antizipierte Gewalt, die dann später gesetzt sein wird. Ne? Das heißt, gestern waren das noch meistgesuchte Verbrecher und heute sind es plötzlich die Herrscher, die Taliban-Herrscher, ja? Und sind plötzlich das Gesetz. Und das sieht man genau den Konflikt. Ja? Gewalt kommt zuerst. Ja? Und dann kommt das Gesetz. Und solange wir das nicht umarbeiten können, ne, ja, auch durch Narrative, wird es keinen ewigen Frieden geben, sondern einen ewigen Krieg. Ja. Nur weil Sie diese beiden Bemerkungen, die Sie eben die drei gemacht haben. Ne. Hat er mich verstanden? Phonetisch? Danke. En vous écoutant, je pensais à Rosa Luxemburg. An Rosa Luxemburg gedacht. Sie war ja im Gefängnis, weil sie eben gegen den Krieg war, weil sie dazu aufgerufen hatte, gegen den Krieg zu stimmen. Und ich glaube, bei ihr war es so, dass sie selbst im Krieg weiter gegen den Krieg gekämpft hat, aber indem sie sozusagen auf die Tierwelt zurückgegriffen hat, also auf die Natur zurückgegriffen hat. Denn die Briefe, die sie schreibt, dort wird immer von ihren Erfahrungen mit der Natur gesprochen, wie sie den Vögeln zuhört, wie sie die Natur wahrnimmt. Das heißt, sie stellt die Frage des Tieres und des Tierseins im Krieg anders, aus einer anderen Perspektive. Ich weiß nicht, welche Form der Pazifismus annehmen könnte, aber klar ist, und das wird in den Briefen von Rosa Luxemburg ganz deutlich, dass sie ein Konzept hat, jedes Individuum ist für sie ein Rhythmus, jeder hat seinen Rhythmus, jedes Insekt hat seinen eigenen Rhythmus und diese verschiedenen Rhythmen schaffen eine Kontinuität und den Wunsch sozusagen, jeder in seinem Rhythmus weiter voranzugehen und dadurch etwas Großes, Ganzes zu bilden. Und da begegnen sich Kunst und Natur und das wäre ein Berührungspunkt zwischen Natur und Kunst. In ihren Briefen liegt vielleicht ein Schlüssel, für Künstler auf jeden Fall, wie sie sozusagen in den Krieg, wie sie in den Krieg einbezogen werden können oder gegen den Krieg vorgehen können, ohne dass sie sozusagen als engagierte Aktivisten auftreten. Also dieses Humane, dieses Menschliche und auch der menschliche Blick auf Formen und Rhythmen ist eine Art vielleicht, um zu etwas zu gelangen, dass man einen Weg in Richtung Notausgang nennen könnte, damit man nicht immer systematisch wieder in
diesen Krieg zurückfällt. Also sie hatte auf jeden Fall eine wichtige Rolle und auch die Kunst hat eine wichtige Rolle zu spielen. Und das ist jetzt nicht nur, dass die Kunst Schönheit herbeireden soll, da wo keine ist, und dass sie eine zu beschönigende Sicht auf Krieg oder andere Ereignisse haben sollen. Aber es gibt eine Beziehung zwischen Kunst und Krieg. Und das kann interessant sein, diese Berührungspunkte zu finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Notausgang suche, um vor meinem weißen, leeren Blatt sitze und nicht weiß, wie ich anfangen soll, dann fange ich an zu beschreiben, was auf meinem Schreibtisch um mich herum liegt. Das ist ein Tipp, den ich von anderen Schriftstellern bekommen habe. Wenn man nicht mehr weiß, was man schreiben soll, dann muss man erstmal mit dem beginnen, was man um sich herum liegen hat. Und Jean-Yves Jouannet macht das ja auch. Ich nummeriere auch. Das heißt, man ist eine Art Chroniker. Man hat eine Nummerierung, ein System und schafft sich so einen Mikrokosmos. Und dieser Mikrokosmos wird dann sozusagen zunehmend größer, weil das ganze große Ganze kann man ja sowieso nicht auf einmal erfassen. Aber indem man Schritt für Schritt als Chroniker vorgeht, durch Nummerierung, durch systematisches Schritt für Schritt sich vorarbeiten, dann schafft man eine Beziehung zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos zu schaffen. Diese Beziehung zwischen dem ganz kleinen Detail und dem großen Ganzen oder zwischen dem Menschen und dem Kosmos ist meiner Meinung nach auch eine Art sozusagen Rettungsweg. Also ich versuche, den Notausgang über das Schreiben zu finden. Ich versuche meine Beziehung zum Kosmos. Also aber der Kosmos nicht auf mystische Art und Weise, das ist mir zu mystisch, zu groß. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich mache das, was ich philologische Arbeit nennen würde. Wie die Brüder Grimm zum Beispiel. Sie haben doch Deutschland eine große Tradition hinterlassen, eine Literaturtradition hinterlassen, indem sie die Volksmärchen gesammelt haben. Also diese philologische Arbeit besteht darin, dass man sagt, man kann das Detail nur verstehen, wenn man das große Ganze kennt. Aber man kann das große und Ganze verstehen besser, wenn man das kleine Detail gut kennt. Und dieses Prinzip, dieses philologische Prinzip, dass man den Mikrokosmos in Verbindung setzt mit dem Makrokosmos auf der Ebene des Textes, indem man mit Dokumenten arbeitet, mit Fragmenten, mit Dingen, die man hat, dann kann man sich dieser Technik bedienen und dann könnte man auch sagen, Philologie ist ein Notausgang. Meine Art, gegen Fake News zu kämpfen, hat jemand gesagt, ist philologisch heranzugehen. Man muss lesen lernen, man muss unterscheiden lernen in einer Aussage, was Propaganda ist und was Wahrheit ist, was ein Faktum ist. Denn wenn man die Propaganda dann sozusagen entlarvt, und das ist ja auch die Rolle von Kunst und Kultur, dann kann man Kriege verhindern. Dann kann man auch verhindern, dass Massen mobilisiert werden zugunsten des Krieges. Und ich glaube, das war auch das, was Rosa Luxemburg wollte. Ich möchte zunächst einmal sagen, ich finde es schön, dass wir in ruhigem Ton, das ist eine glückliche Situation, hier über so etwas Schlimmes doch in Ruhe sprechen können. Und es sind aus dem, was hier gesagt wurde, mehrere Aufgaben an uns gestellt. Das, was Rosa Luxemburg 1916 gesagt hat, ja, das ist ihre Pazifismusrede. Dafür wurde sie ins Zuchthaus gesteckt, ja, nicht, aus dem sie eigentlich 1918 im späten November erst herauskommt. Ja, nicht? Das gilt es zu kommentieren, fortzusetzen, ja, zu erhalten und zum Ansatz zu machen, ja, ein Narrativ, ja,
gegen die Kriegsmöglichkeit, ja, zu befestigen. Also mit den Mitteln des Erzählens, ja, kann man im Grunde so viel Absurdität, ja, und so viel Erfahrung des Krieges versammeln, ja, dass man doch gegen das Kamerahirn, gegen diesen Schwätzer etwas ausrichtet. Das Zweite, was mich sehr fesselt und was ich als Aufgabe nehme von heute, denn wir wollen ja in dieser Konferenz Aufgaben setzen, die wir in Zukunft erfüllen. Das ist nicht nur diese 2 Wochen, die wir hier tagen, sondern das soll fortgesetzt werden. Und da finde ich Abi Warburgs Arbeit aufzugreifen. Sehen Sie, Abi Warburg würde von langen Zeiten her bis zum Jahr 1929 eine kontinuierliche Schrift, eine Arche Noah, die Truhen von Schriften enthält, ja, machen. Und Benjamin, ja, dessen Passagenwerk quasi 1929 beginnt, ja, setzt das fort. Wenn wir diesen beiden Vertrauensleuten folgen und hier das wieder aufnehmen, was sie begonnen haben, ja, also Tafel 10 aus dem Mnemosyne-Werk, ja, mit Kommentaren versehen, mit Filmen ergänzen, solange bis das eine große Insel ist von Narration und von Darstellung. Ja, tun wir etwas Richtiges. Und was mich sehr bewegt, ist diese Liste der im Krieg Gefallenen. Habe ich das richtig verstanden? Ja? Ja. Nicht? Die unserer Trauer wert sind. Und ich kann Ihnen da Leute nennen. Also meinetwegen, da gibt es Hergenrath. Das ist der Philologe gewesen aus dem Georgekreis, der den Hölderlin überhaupt erst wieder aufgesammelt hat und ediert hat. Das ist der Beginn der Hölderlin-Tradition. Und der wird in den ersten Tagen des Ersten Weltkriegs in den Kopf geschossen. Ja? Das heißt, der Kopf, der das macht, ja, wird zerschmettert. Also müssen wir seine Arbeit fortsetzen. Und er ist ja nicht allein. Ja? Und das ist, so verstehe ich auch Rosa Luxemburg. Ja? Und so verstehe ich die Verbindung, die sie zu den Vögeln vor ihrem Gefängnisfenster. Die sind ja wie die Bleistifte auf ihrem Schreibtisch. Ja, das ist das, was ihr am nächsten lag, zunächst einmal. Ja, das ist nicht die Natur an und für sich, ja, sondern der nächstliegende Verbündete, ja, außer den Wärterinnen, ja, die sie übrigens agitiert. Ja, die sind alle am Ende, als sie entlassen wird, pazifistisch gesinnt. Ja, nur, dass man in einem Zuchthaus, ja, nicht besonders pazifistisch sein kann. Ja? Sie hätten aber jeden freigelassen, ja, der noch da war. Sie wären noch, wenn der Weltkrieg noch 14 Tage länger gedauert hätte und ihre Haft, wäre sie entlassen worden von ihren eigenen Wächtern. Herr Kluge, 2 Anmerkungen, richtige Bemerkungen. Bertrand Russell, der spätere Nobelpreisträger, war auch Pazifist, wurde deshalb sogar eingesperrt, genau wie Luxemburg. Und weil Sie vorgesprochen haben, eben von dem Entdecker von Hölderlin, Lavoisier, der große Naturwissenschaftler, der gezeigt hat, 2 leere Eprouvetten, und eine hatte Hydrogen, eine hatte Oxygen, also Chemikalien, die man nicht sieht. Wenn man sie zusammenführt, kommt daraus H2O, Wasser, also der größte Naturwissenschaftler der Welt. Dann hat die französische Revolution Robespierre erschossen. Ja? Dann hat er gesagt, es dauert 1 Sekunde, so ein Gehirn zu töten, aber es dauert 200 Jahre. 200 Jahre, so ein Gehirn wieder zu erzeugen. Ne? Das ist genau die Problematik, die Sie geschildert haben. Ne? Wir haben jetzt heute Abend eine lange Konferenz noch, ja, und sie geht davon aus, wie dünn das Eis unserer Zivilisation ist, wie schmal die Haut unserer Erde ist, ja, auf der wir leben, ja. Das ist eine Scheinsicherheit, in der wir uns eingerichtet haben. Ja? Zur Erde hin, ja? Zum Kosmos hin, der sehr kalt sein kann. Ja? Der kann sehr rücksichtslos werden. Ja?
und auch zu uns selbst hin, ja, die wir ja zu dem Eis unserer kleinen, dünnen Decke, ja, auf der Erde gehören. Und sehen Sie, wir wüssten ja nicht, wo der Exodus liegt. Aeneas hat seinen Vater auf dem Rücken. Er ist der Führer der Nachhut in Troja. Ja? Und er hat seinen Vater auf dem Rücken und der trägt eine Statue der Athene im Arm. Und der Sohn Anchises ist an seiner Hand. Und so flieht er aus Troja. Aber das Unglück dieser Stadt, das er nicht verschuldet hat, ja, sondern die Griechen, die Beutejäger, ja, nicht? Das ist an seinen Sohlen. Und deswegen ist sein Besuch bei Dido für diese schöne Frau tödlich. Dann gründet er Rom. Und hier erzählt Heiner Müller die Fortsetzung. Nämlich Rom, nur 1000 Jahre nach dem Untergang Trojas, vernichtet Korinth. Rossini hat es komponiert, L'Assedio di Corinto, ja, die Belagerung von Korinth, das Verbrennen dieser Stadt, damit den Griechen geschieht, was ihre Taten vor Troja wert waren. Ja. Das ist nicht irgendwie eine Gerechtigkeit der Geschichte, sondern nur die Vollständigkeit der Erzählung. Und wenn ich das aufgreifen darf, Brüder Grimm, Stichwort, Vollständigkeit, und Treue zu Rosa Luxemburg, zu Warburg, ja, mhm, zu dem, was schon begonnen war, zu Sebald, zu Benjamin und dem, was wir gut finden, ja, mhm, und wo wir die Arbeit fortsetzen. Ja, Tradition. Dann ist das sozusagen eigentlich der Sinn, ja, dass man nicht aufhört, ja, mit der Erzählung am Schluss eines Stückes. Das sind manchmal fürchterliche Geschichten. Sehen Sie, da ist die Madame Butterfly. Und als ihr Verführer, der Kapitän, ja, nicht, dann sie besucht mit Ehefrau aus Boston, ja, protestantisch verheiratet, da bringt sie sich um und ein Kind von 6 Monaten bleibt übrig und wird adoptiert. Und wenn Sie jetzt so nach dieser Vorschrift der narrativen Perseveranz, ja, der Beharrlichkeit, ja, arbeiten, dann müssen Sie erzählen, dass im Jahr 1943 der gut militärisch ausgebildet von seinem Ziehvater oder seinem leiblichen Vater, ja, der Offizier war, dann wird er auch Offizier. Und dann führt der die Moskitotruppe an, die über der Holzstadt Tokio die Markierungen setzt für die Bombardierung. Und jetzt verbrennt der Ort, wo er geboren wurde und wo die Tragödie anfing. Ja? Das kann aber den Vorteil haben, ja? Dass man vielleicht nicht nur böse, fremde Städte zerstört, sondern man kann auch den Mythos, ja, verbrennen. Ja? Der mag zwar ein Phönix sein und wieder auferstehen, ja? Aber das muss ich nicht fürchten. Ja, auf jeden Fall ist das vollständige Erzählen mit allen Mitteln aller Künste und aller Wissenschaften. Ja, ein Vorsatz, das ist der Sinn von Warburg, ja, nicht der Sinn von Benjamin. Ja. Dieses vollständige Narrativ, ja, halte ich für eine Waffe, ja, die auch die Kriege obsolet machen kann. Sie kann keinen Krieg besiegen. Aber sie kann dafür sorgen, dass man ihn vergisst. Und wir sprachen vorhin über zwei Fälle, die ich gerne hier an das Ende stellen möchte und Ihnen heute Abend zur Prüfung gebe. Ja? Dass wir das später in unserer nächsten Sitzung auch überprüfen. Das eine ist die Geschichte der Iphigenie. Ich habe immer da gesessen, wenn ich das Goethe-Stück sah oder von Gluck die Iphigenie, die mich durchaus bewegt hat in der Musik, ja, ansah, dann habe ich doch sozusagen selber, weil ich auch mal was geklaut habe als Junge, weil ich nicht ein guter Mensch bin ich nicht beharrlich genug, ich habe immer nicht geglaubt, dass man durch Edelmut eine Generationskette von Mördern,
von Tantalus über Pelops, über wen immer, über Agamemnon und das Blut aus dem Badehaus, wo er wieder gemordet ist von seiner Frau. Ja, das fließt noch heute, sagt Ernst Jünger. Ja, die Treppen runter bis zum Eingang und ist im Grunde der Ursprung des roten Teppichs, auf dem wir fremde Herrscher empfangen. Ja? Also so geht eine Penetranz, ja, einer Überlieferung. Ja? Und das war, ich finde auch nicht schön, dass der Sohn die Mutter Clytemnestra dann umbringt, obwohl sie wirklich schuldig ist. Ja? Eigentlich interessiert mich nicht die Bestrafung von Schuld. Ja? Ich würde lieber nicht moralisch sein, ja? Und die Mordkette soll aufhören. Und deswegen habe ich mir vorgestellt, dass die Iphigenie, die ja gerettet wird vor dem väterlichen Mörder, ja, nicht, dass die zu schusselig ist für das Verbrechen, dass sie vergesslich ist, dass ihr das abhanden kommt. Sie ist zu ungeschickt für das Böse. Und das gefällt mir. Ja. Und dasselbe wiederholt sich, wenn der Ödipus, der ja irgendwie einen Klumpfuß hat, ja, und beim Wandern sehr schnell müde wird, wenn der die Strecke, wir haben uns darüber vorhin unterhalten, bis zu der Wegscheide, wo er auf den Vater trifft und ihn tötet, ja, gar nicht schafft. Er kehrt 200 Meter davor um, ja, und ein Fatum weniger. Ja. Und solche Arten der Abrüstung von Kausalität, der Abrüstung von unangenehmen, bösen Sortierungen des Zufalls, genannt eben, sagen wir mal, das Böse, der Vorsatz, Tradition des Bösen, Perpetuierung, ja, nicht? Also gewissermaßen, der Krieg kann vergessen werden und abhanden kommen, ja, aber er kann nicht verboten werden und er kann nicht selber besiegt werden. Und dieses Aufhören des Siegens, das wäre eine wirklich, also das wäre etwas, was mich so erfreuen würde. Ja, ich wäre so erstaunt. Und ich kann als Junge von 13 Jahren sagen, der kam, 1945 kam der im April abhanden. Ja, er wurde weniger und hörte dann ganz auf. Ja, und es gab nichts. Und da kommt ein Mann über die Elbe und er hat einen ganzen Aktentasche voll Aktien. IG Farben, Deutsche Bank, also ganz hohe Werte. Ja, ein Millionenvermögen. Er zeigt das dem Posten, ja, der ihn durchlassen soll, einem amerikanischen GI, und der sagt, diesen Mist kann man mitnehmen. Viele Jahre nach dem Krieg ist es wieder was wert. Das zeigt aber nur, dass wir den Krieg nicht begriffen haben. Aber einen Moment lang war es bedrucktes Papier, das gar nicht mal lohnt, beschlagnahmt zu werden. Ja? So etwas gefällt mir als Narrativ. Und ein vollständiger, also die Künste, ja, in ihren Wunderkammern, das versammeln, ja, ein Narrativ wie ein Bankkonto, ja, wie ein Kreditkonto versammelt, ja, das sagt, freu dich, wenn das Böse abhanden gekommen ist, ja, das Böse ist ein Defizit, ja, kann nicht repariert werden, ist schwer zu reparieren, ja. Ein Klagelied über die Schwierigkeit, das Böse wieder in Gang zu setzen, wenn es mal außer Takt kommt. Und das ist jetzt der Rhythmus, von dem Sie gesprochen haben, ja? Der mich, der uns mitgegeben ist. Was meinen Sie, also eine Tagesschausprecherin singt nicht, wenn sie erschüttert ist. Auch die Bundeskanzlerin hat eigentlich nie gesungen, wenn sie etwas erregte, obwohl diese Frau, unsere Bundeskanzlerin, durchaus empfindungsfähig ist und von einem Tag auf den anderen die, so meinen Sie, die Kernkraftwerke außer Takt setzt. Aber unsere Zellen, die singen, ja, die, unsere Mitgift, ja, es müssen drei Sonnen explodieren, damit die Materie entsteht, aus der unsere Zellen entstehen. Ganz unwahrscheinlich, ja, dass so eine Kausalität irgendwer von irgendwem geplant ist, ja, und die arbeitet in uns, die korrespondiert, ja, die könnte sogar eigentlich mit dem Virus sprechen, ja, wenn sie lange genug daran lernt, ja. Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber dieses philologische
was Frau Pick sagt, ja. Ja, dass es eine starke Macht, eine starke Kraft, das ist nicht irgendwie Ästhetik, ja, sondern das ist tragfähig wie das Holz in den Wänden der Titanic. Ja, das zu schade ist, zur Zierde dort zu stehen, für Leute, die sich gerade in der Bar besaufen. Ja, es ist nützlich. Man kann sich an so einem Floß hochhangeln zur Meeresoberfläche. Und damit verbinde ich noch gar keinen Optimismus, denn ich weiß, dass in unseren Gesellschaften, wenn dann die Truppe aus dem Salon der Titanic sich gerettet hat mit dem Holz der Wandpaneele, kommt sie oben an in der Kälte auf dem Wasser. Und inzwischen ist schon durch die Aktualität, das Aktualitätsprinzip in der Öffentlichkeit, das Interesse abgewandert. Kein Dampfer da, der sie aufnimmt, denn die Frage der Rettung ist schon ersetzt durch die Prüfung der Schuldfrage. Ja? Das heißt, wenn wir so etwas Einfaches wie Rettung von Leuten aus der Titanic gelöst haben, müssen wir unsere Mentalität noch ändern und den Aktualitätsbegriff, ja, so wandeln, ja, dass er ebenfalls geduldiger wartet, wer noch kommt. Ja? Ich habe mich ein bisschen ausgeufert, aber ich finde irgendwie dieses, dass unsere Innenausstattung, ja, und dazu gehört das Erzählen, ja, nicht? Und zwar Erzählen in einschließlich der Form, in der der Kindheit Eltern den Kindern was früh erzählen. Ja? Da ist die Tonart wichtiger als der Inhalt. Einschließlich, also nicht nur, ich will das nicht vergotten, ja? Aber es ist ganz wichtig. Ja? Und bei Hegel, sehen Sie, wir haben den Hegel, die Phänomenologie des Geistes durch schwäbisch sprechende Leute aus der Unterstadt von Tübingen vortragen lassen. Und das ist wunderbar, sie verstehen alles. Das klingt wie Hölderlin. Das heißt, der Mann, wie er als Kind sprach, so dachte er als Philosoph. Ja? Und deswegen stimmt das, was Sie gesagt haben. Ja? Und wir sind wieder beim Rhythmus. Ja? Ja. Und dieser Rhythmus, der ist, muss zulassen, dass die plebejischen Sprachen, die Dialekte, die gleichen Rang haben wie Mathematik, Latein oder die Hochsprache. Ja? Also wir müssen mit mehr Sprachen, ja, als der Hochsprache zu sprechen lernen. Ja? Mhm. Könnten wir uns darauf eigentlich zu dritt verschwören? Eine kleine Frage, Herr Rudolf, Herr Kluge. Sie haben das Wort Ausufern verwendet. Meinen Sie damit, dass einen Landgewinn, mehr Land gewinnen beim Ausufern, oder wird es mehr Meer? Ich würde mich freuen, wenn Sie sagen, mehr Landgewinn, weil das heißt auch, dass Ausufern heißt mehr Erkenntnisgewinn, was Sie gerade gemacht haben. Das Ausufern heißt das mehr Land oder weniger oder mehr Meer? Was meinen Sie? Mehr Meer als Land? Also ja, sagen wir mal so, das Meer über der Titanic ist sehr kalt. Ja? Also in diesem Fall müssen wir nicht das Meer gewinnen. Ja? Okay. Wenn Sie auf der Landmasse von Pangea sind, wo nur Land ist, ja, das ist vor, sagen wir mal so, 280 Millionen Jahren, dann ist es schön, Talata, also zum Meer zu kommen. Ja? Und bei Xenophon, ja, nicht? Die wollen ans Meer. Ja? Und ich würde so sagen, wir brauchen alle Elemente unserer lieben Erde. Ja? Und wir brauchen auch alle Sinne für die Narration, von der wir hier sprechen. Das Zwerchfell erzählt, die Fußsohle erzählt, die Haut ist kundig und erzählt. Sigmund Freud sagt in einem Brief an Thomas Mann, gegen den Krieg hilft keine Moralität und Unterschriften unter einem Pamphlet sind ganz sinnlos. Aber die Haut, ja, die spricht und reagiert in Flandern in den Gräben bei den Soldaten und beendet den Ersten Weltkrieg wirksam im Winter, also im November, ja, nicht? Weil die Haut ist untrüglich, ja, und unser größtes Organ, sodass wir mehr als einen Verstand besitzen. Ja? Also das und heißt, Ausufern ist für Sie ein sehr optimales Narrativ. Ein optimales Narrativ, ein umfassendes.
Also ja, wir müssen babylonisieren. Es gab für beim Turmbau die Bauleute. Die haben alle, jeder aus dem Ort, aus dem er kommt, gesprochen. Ja? Keiner konnte entziffern, was der andere sagt. Sie haben sich aber verstanden. Und dann kam die Einheitssprache da drauf, ja, und niemand verstand den anderen mehr, was, das ist die Sprachverwirrung. Die Sprachverwirrung ist nicht die Verschiedenheit. Und ich habe einen chinesischen Arbeiter und einen Arbeiter aus Nordrhein-Westfalen beobachtet, die sich längere Zeit damit beschäftigten, wie man eine Schraube richtig schön so schraubt, dass sie passt, wackelt und Luft hat. Ja? Das wäre verbal 600 Seiten Text gewesen. Ja? Und die konnten sich aber verständigen, obwohl der Chinese nicht Deutsch sprach und der andere nicht Chinesisch sprach. So etwas gefällt mir. Ja? Und das wäre re-babylonisch. Ja? Und das könnten wir wieder, das gehört zum Philologismus, von dem Sie sprachen. Diese Sprache, dass Menschen Sprachen haben und alle Sprachen gleicherweise differenziert sind. Das Baskische etwas mehr, ja, als das Spanische. Ja. Aber insgesamt, ja, alles ist, so, so, jede Sprache, und es gibt die Sprache der Keten, die wird nur von 200.000 Leuten an der Lena in Russland gesprochen. Ja. Die hat 20 verschiedene Ausdrücke, je nach Beziehung. Ich bin, denk dir, freundlich gesinnt, ich bin dir, du hast mich soeben vor den Schienbein getreten. Würden die grammatisch verschieden ausdrücken? Ja? Also die Sprache ist uns offenkundig überlegen. Aber dass solche Sprachen nebeneinander ubiquitär existieren und alle sind sie differenziert, ja? Jeder ein bisschen anders, ja? Das rührt mich an. Und das ist etwas, was, wo ich sage, wir müssen nicht mutlos sein, ja? Also wir müssen den Kopf nicht hängen lassen. Jetzt müssen wir aber aufhören. Ja? Ich weiß nicht. Denn wir müssen noch etwas essen und wir treffen uns wieder, ja, um 20 Uhr. Ja? Und ich bin sehr glücklich, Meister Weibel, Sie zu sehen. Und wir werden eröffnen mit dem kleinen Song, den ich Ihnen ja gewidmet habe zum Geburtstag. Ja? Den spielen danke, wir hier danke. Einmal ein. Ja? Ja, danke, danke. Ja? Danke. Alles Gute, ja? Ja.